Hier ist das Wetterauer Wäldsche, das ich hier reingesetzt habe. Da wird eventuell eine Försterei reinkommen oder ein Jagdmeister oder so etwas. Hier diese Strecke, die kann ich auch gerade mal durchfahren. Die Bäume habe ich da selbst gebaut, handwerklich. Also nicht einfach hingepflanzt und automatisch verwachsen lassen, nein. Sondern ich habe die extra selbst so hingebaut, Blatt für Blatt, Holzblock für Holzblock. War eben auch aufwendig. Sehr viele Schweine übrigens, auch hinten in einer Region, die ich extra nicht Schweinebucht nennen wollte. Aber es passt unglaublich gut. So, jetzt sind wir in einer Bergbauregion. Hier gibt es nämlich drei Minen, die von Natur aus schon da sind. Hier gibt es eine U-Bahn-Haltestelle und dann habe ich hier nochmal eine normale Haltestelle reingebaut. Also hier unten die U1 und hier halt die normale Haltestelle. Geht aber noch weiter in Richtung dieses Dschungels da hinten. Wie man schon sehen kann, geht ordentlich weiter. Hier ist die letzte Mine, also das wird ein Minengebiet hier werden. Und geht hier weiter an diesem Teilstück, was wahrscheinlich wegkommt und eine Brücke und eine Furche geschlagen wird. So, und da sind wir angekommen. Und zwar, was hier noch passieren soll, hier kommt entweder eine Försterei rein oder hier wird planiert und hier könnte auch nochmal eine Siedlung hinkommen. Eventuell wird ja auch hier einfach mal eine Leitung durchgelegt und nur hier in der Mitte, inmitten des Waldes, eine Siedlung hingebaut. Eventuell auch um den See herum, um wieder ein paar Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, also die Region, man sieht schon, ist reichhaltig. Hier könnte ich halt diese Furche reinschlagen, die Verbindung zwischen dieser See und dieser See. Und ich habe mir schon gedacht, wenn du so viele Kasernen hast, so viele Plätze, ich meine, du hast, Moment, da muss ich gerade mal nachschauen, ich habe tatsächlich ein Dokument erstellt, in dem ich, wie eventuell schon mal angesprochen, aufgelistet habe, wie viel ich habe. Moment, ich muss da gerade mal schauen. Marineinfanterie, Offizier, okay, das habe ich schon ausgeschrieben, aber 522, 792, also so, ja, man kann schon ein bisschen was rechnen, ja. So 1200, 1300 Leute, und die müssen irgendwie zum Einsatzort verschifft werden. Und hier diese Kriegsschiffe, die man sowieso schon vollgeladen hat, die sowieso schon echt viel zu klein sind, wie zum Beispiel FGS Sarata, FGS Kong, FGS Sergeant Rumpel 2, die reichen natürlich nicht aus. Und deshalb habe ich mir vielleicht gedacht, dass ich hier ein paar Stege hinbauen kann, ein paar Anlegeplätze, um ja Schiffe zu haben, die dann halt einfach nur dafür da sind, Truppen zu transportieren und die halt, weil hier hinten kein Platz mehr wirklich ist, hier sind und dann durch diese Furche, die hier durchgeschlagen ist, durch dieses Landstück hier in die See kommen kann und eventuell auch eine Verbindung für die Kriegsschiffe hier durch. Aber ob das alles so passieren wird, weiß ich momentan auch noch nicht. Und weshalb ich hier noch nicht gebaut habe, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbauen werde und wie das aussehen wird. Habe ich wirklich nicht. Also habt ihr Ideen, habt ihr Vorschläge. Ich mache hier gerade mal so eine Perspektive von oben. Könnt ihr vielleicht ja womöglich das Bild rausnehmen. Irgendwie abfotografieren mit Cutter-Tool oder keine Ahnung. Und dann ein paar Häuser einzeichnen. So ganz grob, so ein paar Grundstücke oder so. Was ihr euch vorstellt. Und dann mir zuschicken einfach mal. Ich habe auch eine Facebook-Seite, schaut auf meinem Kanal vorbei, da seht ihr es oben rechts, also oben rechts im Kanal, aber unten rechts in dem Titelbild, also das seht ihr schon, das kleine Logo, und es wäre cool, wenn ihr da mal vorbeischaut und das dann irgendwie da, teilen könnt, falls ihr Ideen habt, falsche Vorschläge. Pilotprojekt übrigens, habe schon nie irgendwie versucht. So. Das hier ist ein Gebäude eines Hotels, einer Hotelkette habe ich hingebaut. Genauso wie das hier unten. Das ist Wetterblick, Hotel Wetterblick. Und zwar kann man das schon relativ schnell erkennen, wenn man hier hoch geht. So, hier oben. Man kann sehen, hier über diese Wetterblicken, über diese
wunderschöne Region. Ist halt ein, zwei, dreistöckig, eventuell noch ein Keller. Und besitzt halt diese zwei Häuser. Ich werde eventuell hier unten oder auch in Le Pléton auch noch im ähnlichen Baustil Hotels hinbauen. Also die Wohnungen werden komplett vermietet. Hotels bauen und ja, die werden halt einer Hotelgruppe angehören. Das ist die Hotelgruppe, die baut Hotels, die betreibt Hotels und mehr machen die auch nicht. Und die haben halt auch irgendwo ihre Verwaltung, so habe ich mir das gedacht. So, dann gibt es hier halt noch dieses Gebäude. Eins, zwei Stockwerke. Es ist vom Dach her flacher, weshalb ich hier kein drittes Stockwerk mehr reinbauen konnte. Warum? Wenn ich das hier nur zwei Blöcke groß hätte, dann würde es gehen. Aber habe ich nicht. Und selbst wenn ich dann hier drei Blöcke haben will, dann könnte man hier sich nicht mehr unterstellen. Ginge nicht, ist blöd. Ja, und hier halt auch nochmal dieser schöne Blick. Und deshalb finde ich halt das auch ziemlich schön, diese Hotels hier. Und habe schon mal ein bisschen damit erschlossen. Und vor allem diese Region hier, von diesem Hang. Ist übrigens auch planiert hier ein wenig, also es ist ein bisschen hügeliger gewesen davor. Gibt es sonst noch etwas? Nee, ich glaube nicht, aber ich werde dafür nochmal hier mitfahren mit der RI1. So, die fährt nämlich Richtung Le Pléton. Wohlgemerkt Richtung. So, da hat man hier diesen schönen Blick über diese Schweinebucht, die da ist. Und so ist es eine Bucht, in der sehr viele Schweine ist, die man schon sieht. Aber ich werde sie wahrscheinlich Schweinebucht nennen. Mal sehen. Und Ende. Hier dieses bewaldete Gebiet wird es reingehen und hier wird vermutlich die Stadt Le Pléton kommen. Wird auch ziemlich viel noch gerodet werden hier. Und es wird noch in die Richtung gehen, in die Richtung. Der Berg wird wahrscheinlich bestehen bleiben. Ist eventuell der Berg Maupier. Ja. Also, das ist halt wichtig für die Geschichte. Das müsst ihr jetzt nicht wissen, die nur an Minecraft interessiert sind. Falls es euch doch interessiert, eventuell mal in die Kommentare schreiben, dann kriegt ihr auch eine Antwort. Und ansonsten, ja. Gibt es hier noch eine Brücke, die ich hingeschlagen habe, die ganz interessant aussieht. Aber worauf ich auch nochmal hinaus will, ist die Kirche hier. Eine evangelische Kirche, eine arme Kirche, eine Kirche, die nicht besonders reich ist. Einfach gebaut, vergleichsweise wenig Fenster, hinten gar keins, hier oben so ein Dachreiter. Ich gehe mal rein. Hier halt so die Bänke, ne? Einen guten Blick mit Pfeilern auch noch schön reingebaut, damit man überhaupt keine Sicht mehr hat. Vor allem hier auf dem Altar sieht man gar nicht mehr. Aber okay. Ja. Also ist nach einem Original nachgebaut, ne? Also auf so welche Ideen komme ich nicht. Und ich habe das nicht beim ersten Versuch. Also ich habe ein paar Versuche schon gehabt, dabei ist alles schief gegangen. Aber das hier ist wirklich auf Anhieb richtig gut gelaufen und das finde ich gut. Obwohl ich das alles schon mal vorgebaut habe. Und zwar hier unten, da habe ich das schon mal hingebaut, um auch die Dimension richtig hinzukriegen, weil hier dieser Hügel ging nur bis hier, bis zu diesem Fenster und der Rest wurde aufgeschüttet, wie man sehen kann. Ja, hier ist halt Stein, auf der anderen Seite ist ein bisschen fachwerkmäßiger. So. Dann gibt es hier vorne halt noch so ein paar Reihen, hier der Altar und hier nochmal so ein Umkleideraum und da geht es hier hoch und da kann der Pfarrer seine Predigt halten. Ja, geht sie hoch und da hat man halt auch noch mal Platz für ein paar Leute und sogar ein buntes Fenster an dieser Stelle. Tja, so viel Geld hatte die Landbevölkerung von Wetterheim dann auch noch, um sich dann so ein kleines buntes Fensterchen zu leisten. Was man jetzt hier sehen kann, ist die sind
tatsächlich im Dachreiter die Glocken oder wie sie auch sein könnten, sein sollten. Ja, Tonblöcke habe ich hier, also Musikblöcke und zwar 4 Stück. Im Original sind es nur 2, aber das hört sich so besser an. Ich schaue gerade mal, ob ich das hinkriege. Sollte eigentlich gehen. So, und dafür ist erstmal gerade Musik leise. Mal sehen. Hört man's? Eigentlich geht's gar nicht mehr besser. Also mache ich jetzt ne? Also immer so nacheinander, immer so geschaltet. Und hier. Babam, babam. Also nur für den Fall, dass man es gerade nicht hört, ne? Also. Ist auch ein bisschen unregelmäßig, das hört sich dann auch besser an, deshalb, weil es halt so unregelmäßig ist. Und ich finde, es geht irgendwie und es klingt auch recht harmonisch. Ich hatte ein bisschen dran rumgefeilt, ne? Also, es hat ein paar Stunden gedauert, das Teil hier zu bauen. Natürlich wie alles andere auch. Hat lang gedauert. Ja, das sind die neuen Sachen, die es hier gibt. Der Wald hier auch ein wenig aufgeforstet. Ich hoffe, es gefällt euch alles, was ich bis jetzt so gebaut habe. Hier hinten auch nochmal dieser Zaun. Und ich schalte dann die nächsten Mal auch wieder rein, falls ihr noch Interesse daran habt, wie das hier entstanden ist oder was das hier alles genau ist. Oder auch Interesse habt an der ganzen Region. Schaut mal in die Playlist da rein. Steht unten unter dem Video in der Beschreibung die Let's Playlist. Und ich würde mich mal bedanken. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei. Habt eure Freude an diesem Projekt, genauso wie ich. Und ja, unterstützt mich vielleicht ein bisschen mit Kommentaren über Anregungen und dergleichen. Eventuell auch Kritik. Also Kritik ist auch immer gut. Am besten eine konstruktive, weniger destruktive. Obwohl ich destruktive auch bis teilweise etwas lustig finde. Aber da bitte nicht zu hart. Ist ja auch nur ein Freizeitprojekt hier neben dem Studium. Ja. Ich schreib diese Woche einen Mathe-Test, Mathe-Vorklausur, aber egal, ich mache lieber das hier. Nee, also so ganz zu vernachlässigen tue ich mein Studium dann doch nicht, wie es sich anhört, aber schon ziemlich. Ja. Na gut, vielleicht ist meine Pause jetzt nicht mehr ganz so, aber mal sehen. Ja, wie es dann noch weitergeht, hier die Siedlung, da hinten die Beton, da hinten vielleicht auch noch was, dann noch ein paar Schiffe, hier so ein paar Transportschiffe, hier die Furche, hinten dann die großen Schiffe aus der Sarazar, da geht es so weiter, gibt es eine Landwirtschaftsregion und nochmal mit Viehzucht und jede Menge Agrarökonomie, um die ganzen Lebensmittel zu besorgen und dann war es wahrscheinlich erst auch schon mit dem Projekt. Das wird allerdings noch ziemlich lange dauern, weil ich jetzt eine Großstadt hinbauen will und die halt das Dorf und alles mögliche und Minen noch da hinten rein und jede Menge Zugverbindungen und das wird alles noch sehr aufwendig und es wird vermutlich noch ein Jahr dauern, bis das gesamte Projekt fertig ist. Inklusive der ganzen Kleinigkeiten, die ich machen will, weil ich ein Perfektionist bin, ein kleiner. Aber ansonsten, ja, ohne Trailer-Produktion, alles wird das hier fertig werden, vermutlich in einem Jahr. Was schon leicht früher ist als meine ersten Vermutungen, die ich vor einer Zeit schon anstellte. Ich mache gerade, oder ne, Musik lasse ich aus. Musik lasse ich aus. Ausnahmsweise. Die ich anstellte vor einiger Zeit, wo ich gesagt habe, noch, das wird 3, 4 Jahre dauern. Nein, es dauert nur 3 Jahre. Oder 2, 3 Jahre, weil ich arbeite jetzt schon seit März 2013 daran ungefähr und wir haben Mitte Mai 2014 und ich habe doch schon etwas geschafft. Gut, vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Abonnieren könnt ihr auch unten auf diesem roten Knöpfchen links unter dem Video. Wenn ihr möchtet, dann habt ihr immer, wenn ihr YouTube startet, auf die YouTube-Seite geht. Mein neuestes Video gleich unten stehen. Das ist ganz praktisch, ist auch komplett kostenlos. Ich frage mich echt, wieso Leute das sagen. Das heißt, kostenlos, schnell, leicht abonnieren. Ich frage mich, was das ist. Nee, also, ich meine,
Ich meine, Amerika müsste man sowas noch sagen, wegen diesem Pay-System für Kanäle, aber na gut. Also ganz einfach zu abonnieren, der Kanal, und dann habt ihr die Videos schnell im Zugriff, könnt ihr sehen. Und ja. Wenn ihr es unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne teilen oder sowas. Oder auch mal der Facebook-Seite ein Like geben. Denn ab und zu bringe ich mal Informationen raus, aber wenn es keiner sieht, dann ist es auch schade. Ne? Von daher, ja, vorbeischauen oder so. Und dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Euer Heidel im Sierra-Projekt für Sarazar. Bis dann. Ciao.